Bonjour zusammen, les Nuits de Saint-Gilles finden für das dritte Jahr statt. Von morgen auf ab und für dreimal im Gesamten erscheint hier auf dem Berry von Saint-Pierre-Bois im Villertal eine Fantasiewelt, wie das Ergebnis ist von einer unglaublichen Zusammenarbeit. Bonjour Alain. Bonjour. Was machen wir? Darum machen wir Materialien auf. Das sind viele Lampen, die heute raufkommen. Die waren an den Platz gestellt. Sind wir schon lange dran? Ja, schon drei Wochen und das ganze Jahr für Rest. Aber jetzt, wir sind auf dem Platz. So. Michel, c'est vous qui élaborez ce genre d'exercice ? On est toute une équipe, on a une dizaine de personnes, et on réfléchit toute l'année à ce qu'il est possible de faire. Donc celui-là, ça fait déjà 2-3 ans qu'on y pense, et puis là, on a réussi à le construire, on a réussi aussi à habituer les chevaux à y passer, hein. Vous avez pu voir, c'est pas toujours très simple, mais c'est quelque chose qui plaît beaucoup, à la fois aux cavaliers, et puis au public, on l'a déjà présenté l'année dernière, c'était superbe. Attention Sabine, c'est parti. Ah. Ah ouais. Ja, was ist, Sabine? Sabine, geht's? Ja. Geht's besser? Ja, zu Drossier Hund, wie geht's besser? Was ist passiert? Er hat Energie. Heute wollte er zeigen, was er geht. Weil ich da mich schon in Kürze gerade kehre ich schon auf. Da im Spektakel macht er das. Da hat er gedacht, heute dürfte er. Um was für eine Vorstellung handelt es sich? Also hier spielt sich der Erkenland. Also es ist eine Wundergeschichte. Wo es viele Kreaturen gibt, die nicht menschlich sind. Und da der Frieden bleibt, solange die ersten Menschen nicht kommen. Wie viele spielen mit? Also auf dem Land da haben wir einfach 200 Personen. Ein Stück 50 Kinder. Merci, Sabine. Ja, ein bisschen schwer, aber es geht. Was ist das für ein Auszug von einer Ewe? Das ist jetzt Dans du Village. Da kommen alle verschiedene Stofffestel. Ein glücklicher Moment. Merci. Was gefällt dir daran? Aus der ganzen Generation zusammenkommen. Die Jüngeren und die Älteren. Die Älteren lernen etwas von den Jüngeren und die Jüngeren lernen etwas von den Älteren. Und das ist interessant. Ja. Alain, wie nehmen wir an der Vorstellung teil? Meine erste Arbeit ist die Sicherheit. Wir haben 10 Vereine, die kommen, das sind 500 bin ich wohl. Die müssen gesichert sein. Wir haben auch die Sicherheit der Zuschauer, die kommen. Wir haben jeden Abend 2500 Zuschauer. Und wir haben im Spektakel viele Kinder. Und die Kinder wollen wir. Aber die Sicherheit muss da sein für alle. Das ist die erste Arbeit. Was gibt es nächstes Jahr? Also dieses Jahr haben wir Aquatic Show International, die kommt. Wir haben 3 Bassins. Und das ist der Plus von dem Spektakel, wo wir das letzte Jahr schon gespielt haben. Was bringt das im Dorf? Das bringt im Dorf Leben und Stimmung und das fehlt alles. Das Ereignis wurde gemeinsam mit Rimbaroval organisiert durch das Hauptviertel von den Neieren. Ich will jetzt nur, ob alles passt. Kannst du dich ein bisschen rumdrehen? Langsam, langsam. Ja, ich muss nur, du bist ein Pliegel, du bist ein Folter. Da müssen wir wieder ein bisschen besser ausbeilen. Marie-Gabrielle, passt alles? Ja, er gefällt mir, der Jean-Louis. Er hat einen stolzen Blick. Wie lange sind wir schon an der Herstellung von den Kleidern? Ja, seit dem September. 33 Stunden, 8 Personen, fast 200 Kleidungen und einfach 50 Gesteller. Was gefällt dir an dieser Arbeit? Das Zusammenarbeiten, das Kreative, wir lachen auch viel. Und noch etwas, die Festlichkeiten fangen schon am 6. an, mit verschiedenen Unterhaltungen. Wir gehen jetzt auf die Spur mit der Benedikte Keck vom anderen Fest in Tannen. Wir wünschen euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald! Das
Salut meine kleinen Wunderfits. Heute gehen wir auf die Spur von der Legende, wie sie sich hinter einem traditionellen Fest in Tonn versteckelt. Und zwar die Verbrennung von den 3 Tonnen jedes Jahr vom 30. Juni ab bis am 3. Juli zelebriert. Im 12. Jahrhundert soll der Bischof Ubaldo aus Umbria, einer Region in Italien, in seinem Diener, wenn ich mal tot bin, kehrst du zurück in dein Heimatland, Niederland, und darfst meinen goldenen Ring mitnehmen. Jetzt, wenn der Bischof stirbt, versucht der Diener, den Ring zu entnehmen, aber ohne extra Mauern reißt er den ganzen Daumen ab. Jetzt denkt er um Gottes Willen, jetzt stecke ich diesen Daumen mit dem Ring dran ins Käpfel von meinem Stecken und mache mich auf den Weg bis auf Niederland. Halbweis macht er einen Halt im Elsass im Wald. Erschöpft lernt er seiner Stege gegen einen Baum und schläft ein. Der Graf Engelhard von Pfirt aus dem Notenschluss merkt in der Nacht 3 Lichter wie brennen im Wald. Er reitet an, der Diener wacht auf und packt es nicht, den Stege aus dem Boden zu ziehen. Der Däumen mit dem goldenen Ring dran, 3 Tonnen wie leert machen, der Stege wie Stege bleibt. Das langt eben raus, für das alle Leute und Titel brehlen. Es ist ein Wunder geschah. An dem Platz im Wald wurde nun eine Kapelle aufgerichtet, zur Ehre von Ubaldo, Saint-Thibault und später dann drumherum die Stadt Tonn gebühren. Mit auf der Spur bleiben wir immer auf der Lure.